So, ich habe zwar gesagt, wir gehen jetzt hier in die Küche, aber ich habe mir das doch nochmal anders überlegt, weil ich wage mich zu erinnern, dass ich noch was vergessen habe. Und warum gehe ich eigentlich überhaupt hier lang? Das wollte ich gar nicht, denn ich wollte den Fahrstuhl benutzen und nochmal in den zweiten Stock. Und geh noch mal hier lang. Denn ich konnte mich an einen Zigarettenautomaten erinnern. Oh, Entschuldigung, ich weiß nicht, ob man es gehört hat. Ich bin wieder gekonnt mit meinen Kopfhörern gegen das Mikro geballert. Entschuldigung. Ja, Zigarettenautomaten. Den untersuchen wir. Es ist ein Automat, der Zigaretten verkauft. Nein, Joe, sag an. So, den drücken wir. Und haben ihn somit aufgestellt. Nichts. Okay, aber wir haben ja Money. Und deswegen. No, no, Natürlich. no. The pack got stuck. Come out, you damn thing. Come out. Ja, das hat man als Raucher wirklich sehr gerne gemocht, wenn sowas Nothing. passiert. If only I had another tenner. Okay. 203. Jetzt kommen wir hier. Hä? Was war das? Da muss ich noch mal hingehen. Was war das? Hä? Oh, Briefteil 2. Es ist von Ivy. Ein Teil des Briefes fehlt. Das kannte ich gar nicht, Leute. Ich bin nur stehen geblieben wegen dem Flüstern. I miss you. I do. Und wieder bei dem I Wagen. force myself to hate. Still there, deep in my soul, you live. And through my eyes, every day, you cry. Diesmal brennt es sogar. Oh Mann, Leute, ob wir Ivy retten können, weiß ich wirklich nicht. Also das weiß ich wirklich nicht mehr, weil wie gesagt, ich habe ja erwähnt, es gibt drei verschiedene Enden.
Aber wir wollen natürlich Ivy retten. So, und ich möchte gerne in den dritten Stock jetzt. Weil mir fiel ein, was die Gifte betrifft, das blaue und das rote, dass da noch was zu machen ist. Verschlossen. Heute Abend geschlossene Gesellschaft, nur mit Einladung. Drinnen ist es dunkel, die Party hat wohl noch nicht angefangen. Also ganz ehrlich, ich würde mir echt was Besseres vorstellen, als mir so eine Party-Location auszusuchen. Ein Gemälde von einer Frau mit Hut. Es fühlt sich an, als ob ihre Augen mich verfolgen würden. Ja, tut es? Laufen wir mal nach links. Also eigentlich nicht. Wir betrachten mal genauer. Das ist schon ein bisschen eklig. Ein Gemälde von einer Frau mit Hut, ja. Okay. Sie starrt uns sehr doll an. Okay, und hier beim Bad ist gleich an der Tür Blut. Herzlich willkommen. Was ist das? Ach ja, okay. Spritze. Normalerweise würde ich dreckige Nadeln nicht einmal mit der Kneifzange anfassen. Jedoch ist heute kein normaler Tag. Die werden wir uns nehmen. Offensichtlich hat sie sich mit einer Schrotflinte den Kopf weggepustet. Diese starren toten Finger werden die Flinte niemals loslassen. Schade. Aber ich glaube, die lebt noch, oder? Was macht denn ein verdammter Herd im Badezimmer? Sophie. Sie muss eine von Sophies Inkarnationen sein. Sieht schon halbtot aus. Ja, was ist mit mir? Es ist Zeit, deine Qualen zu beenden. Wo ist meine Frau? Where's my wife? You will never find her. Das werden wir ja sehen. She is mine. Mine. Genau das meinte er auch. Du widerst mich an. Ich habe keine Angst vor dir. Das werden wir noch sehen. Wir versuchen mal. Vergiss es. Mit der Stimme. Das ist gemein. Das ist... Okay, die Frage ist, kann ich die Knöpfe bedienen hier? Nothing happens. The gas supply has probably been turned off. Okay, aber wir wissen ja, wo die Gasleitung ist. Deswegen gehen wir jetzt wieder nach unten, würde ich sagen. Denn wir haben ja jetzt eine Spritze. Und wir haben ja immer noch die Aufgabe, die... Ich nenne sie jetzt mal die liebe Sophie. Das war im zweiten Stock. Es war nicht im zweiten Stock, es war im ersten Stock. Boah, Kümmel. Im zweiten Stock ist der Doktor. Denn wir sollen ja die nette Sophie umbringen. Beziehungsweise... schon umbringen, aber erlösen von ihrem Leid. Sie möchte ja sterben. Ach, ja. Mensch. Sag mal, was ist jetzt los? Er ist in den falschen Stock.
Wir müssen doch in den vierten Stock, dann kommen wir ins Erdgeschoss und dann gehen wir in den Keller. Wir müssen doch erstmal in den Keller. Okay, stehe ich jetzt hier gerade schon ein bisschen unter Druck und Stress? Es ist teils wirklich erstaunlich, was das Spiel mit einem so macht, obwohl ich es schon gespielt habe, aber wie gesagt, es schon länger her ist. Es ist trotzdem doch immer so bedrückend. Und ich bin auch immer so, dass ich sage so, oh Gott, ich muss speichern, ich muss speichern, ich muss speichern. Okay, erstmal machen wir die Gasversorgung. I've switched it on. An. Okay. Dann gehen wir zu dem Regal. Untersuchen das Regal. Und ich werde mich jetzt einfach für die blaue Medizin entscheiden. Ich brauche keine ganze Flasche von dem Zeug. Es muss nur eine einzige Injektion reichen. Spritze. I'm sure one of these would give somebody a peaceful death. Das glaube ich auch. Spritze mit blauer Medizin füllen. Here goes nothing. It's time for your medicine, girl. Okay. Blaues Medikament. Ich sollte es vielleicht zu viel überreichen. Gift. Ich sollte sehr vorsichtig damit umgehen. Wir sprechen sie nochmal an. Ich sollte ihr einfach geben, worum sie mich gebeten hat. Okay. Dann geben wir ihr es mal. The syringe? Is this what you wanted? It seems so. But will it hurt? Nein, du wirst nicht spüren. Ich weiß es wirklich nicht. Ich hoffe nicht. Macht das einen Unterschied? Du wirst sowieso bald tot sein. Das ist ziemlich hart, diese Aussage. Ja, im Grunde genommen will man ja dem Menschen, in Anführungsstrichen, man kann ja nicht richtig sagen, dass sie Mensch ist, aber den etwas ja die Angst nehmen, obwohl man nicht weiß. Also ich glaube, ich sag mal, ich weiß es wirklich nicht, ich hoffe nicht. I don't really know. Wir wissen es ja nicht. You don't know? Nein. Are you sure it's... Are you even sure it's gonna kill me? Ja, es stand Gift auf der Flasche und ein Totenkopf. Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Naja, wie sagen wir das? Poison written on the bottle and a picture of a skull. Okay, that sounds about right, I guess. Das denke ich auch. I'm gonna ask you one last favor. Okay. Can you do it? Was? What? Take that needle and stick it in my arm. I don't. I can't do it myself. No. Please. I'm begging you. Okay. Ablehnen oder geben? Okay, sie fleht uns an, dann machen wir das. Oh, fuck it. I'm already doomed anyway. Give me your arm. Ha ha ha!
Das war der große Spiegel. Und der hat jetzt einen Sprung gekriegt. Ihr Körper ist verschwunden. Ich weiß, sie war nicht echt. Aber was macht dieses Kleid immer noch hier? Okay, Leute. Okay, dann würde ich jetzt aber sagen, jetzt ist es wirklich an der Zeit, zur Küche zu gehen. Wir nehmen mal den Fahrstuhl. Ich glaube, das geht schneller. Aber wir haben das gemacht, was sie wollte. Ach ja, ich hätte auch Erdgeschoss machen können. So macht er jetzt wieder diese... Ah, ich falle, ich stürze ab. Also egal was ist, wir kommen nicht in den vierten Stock. So. Achso, können wir ja noch nicht betreten. Wir müssen ja erstmal aufschließen. Das ist vielleicht ein großer Mixer. Es hat keinen Sinn, ihn anzumachen, jetzt da er leer ist. Okay. Leer. Den Herd am Machen. Nichts ist im Kochtopf. Ich würde ihn nur anbrennen lassen. Schwein. Verfaultes Schwein. Toll. Eispickel nehmen. Okay, sonst ist hier nichts. Was haben wir hier? Einer der wenigen Kühlschränke hier, der nicht komplett zugefroren ist. Ja, okay. Eis nehmen. Es ist festgefroren. Ich kann es nicht mit der Hand brechen. Dann nehmen wir doch mal den Eispickel. Ich brauche irgendein Gefäß. Ich kann es nicht einfach per Hand tragen. Gott sei Dank haben wir sowas schon. Und dafür ist natürlich, also das ist die perfekte Situation dafür. Oh, wir können mit einem Schwein. I know you're just a pig, but I want to tell you this. Das ist alles deine Schuld. Können wir tauschen? Was geht ab? Fick dich? Sorry, Kumpel. Ich hab's verbockt, Mann. Nee, vergiss es. Sorry, Kumpel. Sorry, Dude. Okay. Ich glaube, das hat sogar irgendeine Bewandtnis gehabt, was das Ende betrifft. Aber wir haben jetzt die perfekte Ausgangssituation, um etwas zu transportieren. Und ihr wisst genau, was ich meine. Nein, ich will gar nicht. Hier. Wir können einfach hier lang gehen. I can't just carry it upstairs in my hands. There's got to be some way I can deliver it fresh. Ja, wir haben ja was, um das frisch zu halten. Ugh. Okay. Come on, buddy. We're going for a walk. Lecker Schmecker. Schön. Ich laufe mit einem menschlichen Gehirn durch die Gegend. Auch schön.